So, jetzt möchte ich mal mein erstes Deck erstellen. Und ja, Gondi, ich glaube, du kannst mir da ein bisschen behilflich sein. Du hast ja dir schon eins erstellt. Ganz genau, ich habe mir schon die Eurokurse etwas genauer angeguckt und auch die Sowjetunion. Also wir sehen hier die verschiedenen Nationen, die man halt sich auswählen kann. Wenn man jetzt sich spezialisiert beispielsweise, kriegt man hier bei USA die Prototypen halt freigeschaltet plus 1% Availability for all Units. Hört sich jetzt nicht so viel an, ja? 1%? Scheint bis jetzt nicht wirklich irgendwas auszumachen. Wie auch 1% immer. ist halt de facto nichts. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Westdeutschland habe, ja, dann habe ich hier Prototyp Units unlocked plus 1% Availability. Frankreich genauso. Wenn ich jetzt auf Eurocorps gehe, habe ich Prototyp Units unlocked. Also, tja, es gibt eigentlich keinen Grund jetzt in der derzeitigen Verfassung, sag ich mal, eine Nation alleine zu spielen, bis auf vielleicht die Amerikaner. Ich glaube, die Amerikaner haben jetzt keinen Verbund, ne? Ganz genau, die Amerikaner haben keinen Verbund, das heißt, sie sind die einzige Nation, die man wirklich alleine spielen muss. Alle anderen Nationen gibt es in einem Verbund und es spricht ja nichts dagegen, sich dann auch die Prototypeinheiten der anderen Nationen zu sichern. Ja. Was ist dein erstes Deck? Was hast du jetzt eigentlich schon? Du hast, glaube ich, ein Eurocore-Deck, ja? Hast du gerade gesagt. Habe mir bis jetzt nur ein Eurocore-Deck gemacht, ohne weitere Verbesserungen. Ich würde sagen, ich mache mir dann mal ein amerikanisches Deck. Was gibt das jetzt hier? Okay, bei den Spezialisierungen, dann gibt es natürlich ja, doch schon ein bisschen kräftigeren Bonus. Ganz genau, die Spezialisierungen sind jetzt etwas entscheidender, da sie halt wieder wie im Vorgänger auch die höhere Erfahrung bieten und weitere Slots für den Bereich. Ich habe versucht, mir ein Armor-Deck zusammenzustellen. Es hat nicht ganz funktioniert wie im ersten Teil, da die Maps doch wesentlich größer sind, man ganz ohne Helikopterinfanterie und ohne Helikopter-Commands nicht mehr rauskommt. Ja. Also es hat sich für mich nur nachteilig gespielt und deswegen bin ich Ja, jetzt erstmal für eine Weile rausgegangen. das war ja eine beliebte Strategie von uns, dass du immer auf Armored Deck gegangen bist, um einfach diese ja, Elite-Panzer aufs Feld zu bringen, um dann den Damage zu dealen. Ich sehe jetzt hier gerade Ära 1986 plus, Before 1985, Before 1980. Ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt schon gesehen haben, dass die Preise eigentlich gleich sind für die Infanterie, die nach ja, die 90er oder ja halt die 90er Infanterie haben ja oftmals die gleichen Preise, also würde ich denken, dass derzeit jeder mit 1986 plus spielt, oder? Als Ära. Ja, da man ja auch nur dann wirklich die ganzen neuen Einheiten nutzen kann. Man hat sehr viele neue gute Einheiten dabei. Und die Activation Points, ich habe sie jetzt beim Deckbau nicht unbedingt gebraucht, dass ich jetzt hätte sagen müssen, ich hätte gern nochmal 5 mehr oder ich hätte gern nochmal 10 mehr Activation Points. Man kann mit den 60 Punkten alles abdecken. Also wir haben 60 Activation Points insgesamt. Ich weiß nicht, wie viel das im Vorgänger waren, aber ich glaube auf jeden Fall nicht so viel. Nein, da waren es nur 50, denke ich. Also gehen wir mal durch. Bei Logistik, was würdest du raten, da mitzunehmen? Beziehungsweise so, dass wir das gleich aufeinander abstimmen. Hast du einen Leopard bei dir, einen schweren Command Tank? Nee, ich habe momentan keinen dabei. Doch, ich habe einen dabei. Ich habe einen Command Tank dabei, den Leopard. Ich habe die Ja. Führungsinfanterie im Helikopter dabei. Ja. Standardmäßig ein FOB. Ich habe es noch nicht benutzen können in den Spielen, aber durch die 16.000er Bonus würde ich sie halt gerne erstmal ausprobieren für eine Weile. Und zwei Karten mit MAN-KT 6x6. Ich denke mal, ich werde halt auch ein FOB erstmal ausprobieren. Die wurden ja jetzt weiterhin gebufft, sind wahrscheinlich nicht mehr ganz so nutzlos. Hol mir dann halt einmal eine Karte von diesen Hems. Ich weiß nicht, mit den Hubschraubern. Oh, man kriegt auch drei Hubschrauber, ja. Meinst du, Ja. das macht Sinn? Insgesamt drei, also hast du 9.000, 11.100. Hier hast du drei, dreimal hast du sechs, 7.200. Also hast du insgesamt mehr Supply im Hubschrauber drin Ganz genau, je als. größer die Transportkarte ist, desto mehr Supply bekommst du auch aus der einzelnen Karte. Ich habe es bis jetzt noch nicht getan, da ich halt von einer Karte MAN-KT nur vier Fahrzeuge bekomme. Können schnell abgeschossen werden. Man hat oft mehr als vier Positionen, die man mit einem Supply Truck abdecken müsste.
Also brauche ich einfach noch eine zweite Karte in Reserve. Mir fehlt einfach halt momentan bei meinem Deck dort die Karte. Ich kann ja auch nur insgesamt fünfmal Logistik benutzen. Also ich würde auf Support-Spezialisierung wechseln, aber das hat für mich zu viele Nachteile, finde ich. Ich würde gerne den Helikopter benutzen, aber mir fehlen die Karten. Du hast mal bei den Kommandoinfanteristen, die im Hubschrauber, ja? Genau, ich habe drei Stück im Na gut, Hubschrauber. Was sind drei von 19? dann hole ich mir einmal welche im LEV. Ich glaube, das sollte dann eigentlich auch ausreichen. Du hast welche im Hubschrauber plus nochmal ein Command Tank. Also ich denke mal, da sind wir gut aufgestellt, wenn wir 2 gegen 2 spielen, dass wir genug Commands haben. So, dann gehen wir mal durch. Jetzt hier Assault Engineers, denke ich mal, sollten wieder standardmäßig drin sein. Ich weiß es nicht, ich habe auf den neuen Maps jetzt noch keine Position gefunden, wo es zu diesen großen Wäldern kommt, die man Ach, dann ja langsam genau. freikämpft. Die Die Maps. Maps sind wesentlich, wesentlich freiläufiger, mit viel mehr offenem Gelände, komplett ohne Cover. Sind auch mehr wüstenartig, ne? Oder? Kann das sein? Genau. Genau, Also es ist halt mehr auf Wüste und auf Korea ausgelegt. meinst du, dass vielleicht Assault Engineers nicht mehr so viel Sinn macht? Nein, ich habe sie auch in meinem russischen Deck, der Spetsnaz, aus diesem Grund mehr drin. Glaube nicht, dass sich dieser Napalmwerfer noch so lohnt wie bereits im Vorgänger. Na gut, dann hole ich mir aber auf jeden Fall einmal Manpads. Einmal Light Rifleman, obwohl die jetzt hier nur die 90er, nee, allgemein, die kommen nur im Huey oder im Humvee. Na gut, ich hole mir die mal im Humvee. Hol die mal auf Hardened. Rifleman 90. Was zu beachten ist bei der Infanterieauswahl, das könnte gerade bei den Manpads interessant werden, dass man sie sich in den billigen Fahrzeugen holt, also in den langsamen 5-Punkte-Fahrzeugen. Ja. Denn die Fahrzeuge sind ja begrenzt. Ach Das ja, heißt, jetzt sehen wir das hier auch. ich muss mir genau überlegen, was benötige ich schnell vorne, was kann ruhig etwas langsamer fahren. Ich habe es von mir zum Beispiel so gemacht, da mir genau ein schnelles Fahrzeug im Endeffekt fehlte, habe ich gesagt, ich packe die Stinger-Infanterie in eine M113 AEG. Er fährt nur 110 auf der Straße, aber es ist mir relativ egal bei den Manpads. Ich habe dafür lieber die ATGMs in schnellen VHPs und die Infanterie im Fuchs. Das ist jetzt ein interessanter Aspekt, weil, okay, ich glaube, die Manpads können ein bisschen später ankommen. Ich denke mal, ist es wichtiger, dass man vielleicht Städte oder sowas mit vielleicht Light Rifleman erstmal als erstes erreicht. Als Standardinfanterie muss ich mal überlegen, der LVTP ist 110 und 70. Bradley 110. Auch alles 110. Was würdest du nehmen? Marines oder Rifleman? Rifleman ein bisschen Ich besser. glaube eher die Riflemen. Also ich habe es in meiner Aufstellung momentan so gemacht, ein ATGM-Manpad, ein Anti-Air-Manpad, eine standardbillige Infanterie, die Jäger für 10 Punkte, eine Angriffsinfanterie im Marder. Da bieten sich natürlich bei den Amerikanern als Gegenstück die Bradleys an und eine Helikopterinfanterie im Donia. Helikopterinfanterie ist jetzt auch wieder wichtiger geworden, da halt die Maps größer sind und es sich einfach lohnt, schneller an den Punkten zu sein. Ich glaube, ich werde doch aber die Marines nehmen, einfach durch dieses Close Quarter Combat MG. Die Light Riflemen haben ja jetzt nur dieses normale MG. Also ich denke mal, für Häuserkampf und so weiter sind dann die Marines auch vielleicht besser. Haben auch 15-Mann-Squad, also nehme ich mal eine Karte von denen mit. Auf, ja, dann mal Hand. Small, nee, denke ich nicht, dass ich die brauche. Gut, springen wir erstmal weiter. Oh ja, Delta Forces, das könnte noch interessant sein, vielleicht zum Anfang, um irgendwelche Positionen einzunehmen. Huey's 225, Blackhawk ist natürlich schneller, wesentlich schneller. Ich glaube, die nehme ich mal in Blackhawk mit. Und die werde ich sicherlich nur wenige davon gebrauchen und höchstwahrscheinlich am Anfang, deswegen auf Elite. Gut, Support. Also jetzt habe ich schon 14 Punkte ausgegeben. Naja, nachher muss ich sicherlich nochmal kürzen. Support, was hast du für eine Artillerie drin? Ich habe bei mir die Caesare hinzugefügt, die ich gerne als Kombination mit meinem FOB benutzen möchte. Sie haben einfach mit den 42.000 Metern Reichweite mit, wenn nicht sogar die höchste im Spiel. Ich kann sie hinten stehen lassen, ich kann das ganze Feld damit abdecken.
Ja. Warum nicht? Wie viel hast du davon? Eine oder was? Eine Karte mit zwei Geschützen. Mit zwei, okay. Na gut, dann hast du Long-Range-Artillerie, dann werde ich vielleicht auf Mörser gehen. Ob sich das mit den Mörsern und der Close-Range-Artillerie groß lohnt, weiß ich noch nicht genau. Ich würde es erstmal anfangs bezweifeln, da die Maps ja nun wirklich größer sind und man dann auch den Logistikprobleme kommen kann. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt mit der Einstellung ran, als wenn ich jetzt für Airland Battle mir ein Deck machen würde. Also ich, und da waren Mörser halt doch sehr entscheidend. Also dann nehme ich mir erstmal eine Karte Mörser mit. Ich denke mal jetzt die Chapel, da nehme ich die gute Variante mit. Auf Hardened und bei der Hawk auf Veteran. So, Luftabwehr hast du auch, bist du auch gut aufgestellt, oder? Bei Genau, der ich Team? habe eine Karte mit den Roland 3 gegen Flugzeuge, eine Karte Crotal gegen Helikopter und sechs Flakpanzer-Gepard als Zwischending und Allrounder. Die guten Geparts hast du, ne? Genau, die mit den Stingern. Gut, Tanks als schweren Panzer sicherlich den M1 A2 nehme ich mit, aber jetzt muss man überlegen, kriegt nur einen auf Veteran oder zwei auf Trained? Ich würde sagen, dann nehme ich trotzdem auf Trained, oder? Bei mir auch die zwei auf Trainer statt dem einen Elite genommen. So, die als schwere Panzer, als schwere Unterst jetzt noch als Unterstützung. Davon kriegt man zwei, davon kriegt man drei. Und hier vier, okay. Ich würde sagen, 10 mehr für 3 mehr AP-Power. Na gut, ich nehme die noch mal mit hier, ich will die mal testen. So, jetzt brauche ich noch vielleicht ein paar mittlere Panzer. Was macht hier Sinn? Super M60, 13 Front, der hat 12 Front. Mal gucken hier ein bisschen. Der ist ja auch neu dazu gekommen. Der hat ein bisschen mehr Accuracy. Warte mal, am besten ich mache das mal so. Okay, hier kann ich es besser sehen mit der neuen Funktion, dass man die gegenüberstellt. Sind also, ja, die nehmen sie nicht viel. Also der M60 A1 Era und der Super M60. Ich glaube, ich gehe doch aber eher auf den Super M6, die einfach, weil sie noch ein bisschen besser gepanzert sind. Warte mal, da habe ich 8 von, da habe ich auch 8 von. Okay, nehme ich 8 mit. Brauche ich noch einen leichten Panzer, vielleicht den Kavalleriepanzer hier. Gut. So, Recon. Ja, habe ich ja gesagt, da will ich sicherlich den Apache mitnehmen. Ich glaube, der sieht sehr vielversprechend aus. Den LEV Scout, du hast den Lux, ne? Genau, ich habe als Aufklärungsfahrzeug habe ich den Lux genommen. Der So, Lux jetzt. 2 AI, sehr schnell, gute Sicht. Ranger haben jetzt nur noch 5 Leute statt 10. Genau, Nehmen. Ranger sind runter auf 5 Leute. Bei meinen Bundesgrenzschutz sollten auch. Und was auch wirklich zu beachten ist, die Elite-Aufklärer sind auf ein 2-Mann-Squad begrenzt. Also. Navy SEALs machen für mich den vielversprechenden Eindruck, ja. Haben Optics very good. Sind 10-Mann-Squad, kosten mal gerade 5 mehr. Haben bessere Anti-Infanterie-Eigenschaften. Also ich denke mal, da nehme ich noch eine Karte Navy SEALs mit. Ich kann mir die noch einmal im Humvee leisten. Hier ein bisschen weniger, aber. Oder nehme ich die im Yui, kostet 20. Ich glaube, ich nehme die doch im Yui mit vielleicht. Du sagst, die Maps sind sehr groß, ja? Ja, die Maps sind ziemlich groß geworden. Besonders von den Spawn-Sektoren. Es gibt jetzt weniger Spawn-Sektoren, die sind mal oftmals an den Karten-Ecken platziert. Man braucht schon eine Weile, bis der Support da ist. Ich glaube, ich nehme die doch eher im CA46 mit, wenn ich mir das so überlege. Der kostet auch 20, ist genauso schnell. Hat aber doppelt so viel Strength. Und da die gleiche Kanone. Sieht so aus. Ja, hat die gleiche Kanone und sogar ein bisschen mehr Munition. Also dann nehme ich mir doch den mit. Gut, Recon.
Bist du da gut aufgestellt, relativ? Wie viele Recon-Cards hast du? Ich habe dort 5 Karten benutzt, eine Elite-Aufklärerkarte mit 3 Elite-Fernspähern, 8x Bundesgrenzschutz habe ich dabei, eine Alouette. Okay, dann hast du als günstige. Recon-Helikopter und den GA-2 Tiger als teureren Ja gut, dann sind wir da gut aufgestellt. Ich habe die etwas teureren Varianten quasi. Du hast günstige Sachen zum mal hinstellen. Gut. Zippo nehme ich natürlich hier standardmäßig mit. LEV-AT. Hat nur die ITO Missile. Brauche ich also nicht. Vielleicht den Humvee oder den... Also das Ding ist... Wenn ich jetzt wählen müsste zwischen M901 A1 oder den Humvee, wenn ich die auf Maximum Range benutze, ja, und die Russen schießen eine Rakete zurück, es wird halt beides gewone-shottet quasi, ne? Ob jetzt Humvee oder dieses M901 Ding. Und der Humvee hat halt noch mehr Chancen quasi so eine Missile auszuweichen oder halt zu überleben. Von daher nehme ich mal den Humvee mit. Will den testen. Ja, ich habe bei Vehicles überhaupt nichts reingenommen, da ich halt ausschließlich diese ganzen ITO-Fahrzeuge hätte mit den Tor-Raketen. Und ich sehe dahin halt absolut gar keinen Zweck, da der Russe halt sowieso zurückschießt, und im Endeffekt habe ich selber bereits 4 superschwere Panzer. Benötige es einfach nicht in diesem Deck. Deswegen habe ich es weggelassen, und zur Not habe ich den Marder dabei, der hat ja auch diese Milan oben drauf, die gute. Ich probiere aber auch nochmal den Combat, der sieht auch nicht schlecht aus, hat 4 AP-Power und halt dieses Kinetic bedeutet halt, wenn er nahe rankommt, dann steigt das hier wirklich proportional und er kann sehr viel Schaden machen, auch gegen schwere Panzer. Von daher werde ich den mal ausprobieren. Kriegt man auch relativ viel von. So, Helikopter. Hab ja jetzt schon den Apache drin. Ich will mal sehen. Der Kampf-Apache ist nicht so gut wie der Recon-Apache, glaube ich. Ja, der Recon-Apache hat Fire and Forgot oder Forget Missiles oder ja. 26 AP Power, hat dafür allerdings nicht diese Raketenpötte dran, die aber jetzt auch nicht so kriegsentscheidend sind. Ja, der Kampf Apache ist nicht so gut, ist auch langsamer, ist auch kein Prototyp mehr, sehe ich gerade. Ich nehme mal von den Little Bird ein paar Stück mit, dann der MH60 DAP. 110. Was hast du als Helikopter? Ich habe bei mir einmal den Tiger Harp dabei, als Luftabwehrhelikopter mit den Mistars, um am Anfang meine Helikopter halt zu beschützen. Und zur Panzerbekämpfung habe ich die Gazelle Hot dabei. Für 55 Punkte, billiges Flugzeug, 2600 Meter Reichweite, 25 AP Power. Nicht das Beste, nicht das Schlechteste, es ist halt... Ja, die Super Cobra, hat jetzt auch Tau 2 Missiles. Interessant. Naja, ich werde mal standardmäßig den OH mitnehmen. Und brauche ich noch, ich habe den Little Bird als kleine Allzweckwaffe hier. So, dann... Reicht jetzt mal. Ich gehe mal auf R. Was hast du bei R? Sicherlich die als Seedplane, den Tornado, ne? Ich habe den Tornado ECR als Seedplane, einen Raphael DF1 auf Elite-Status als Interceptor und Abfangjäger fürs Late Game. Habe noch einmal den Tornado IDS drin, ne, als Bomber, wobei in einem Spiel aufgefallen ist, dass die Bomben absolut nichts mehr treffen. Was hat er für Bomben? Eisenbomben oder was? Ja, normale Freifall-Sprenggranaten, 500 Kilogramm. Ich weiß nicht, ob es ich einfach falsch gemacht habe. Ich habe wieder versucht, mit Fire at Position anzugreifen, und im Regelfall hat er gefühlte 500, 600 Meter vor dem Ziel bereits einfach auf den Boden geworfen. Und hat dabei sogar einmal meine eigenen Einheiten getroffen. Ich nehme einfach mal Thunderbolt mit. Habe ich zwar im Vorgänger jetzt auch nicht so viel gespielt, aber falls wir die... Na ja, gut, natürlich die Nighthawks. Da habe ich zwei, oder nee, ich mache es anders. Ich nehme zwei Nighthawks mit.
Strike Eagle wurde vom Preis heruntergesetzt und ist jetzt, hat jetzt mehr Veterancy. Kriegt man eine Karte von. Ob sich das lohnt? Als Luftüberlegenheitsjäger, was hast du da nochmal drin? Ich habe die Raphael C1 fürs Late Game und für das Early Game bei F4F. Die verfügen zwar nur über die schlechten AIM-9 Raketen, kosten dafür weiterhin auch noch 75. Ich werde versuchen, dem Vorgänger die einfach früh reinzuschicken, um die Helikopter halt zu beschützen. Okay. Was ich vielleicht anbieten würde für dein Deck wären die Tomcats, dass wir etwas zum Zirkeln haben. Wie gesagt, die Maps sind größer, sie machen mehr Sinn jetzt. Oh, ich glaube, man kriegt jetzt sogar zwei Tomcats pro Karte. Sind allerdings nur auf Trained. Aber man kriegt auch nur noch eine Karte, von daher. Naja, ich nehme es mal mit. So, Marine. Wie sieht's da aus? Wahrscheinlich nicht so prall, oder? Bei dir? Ich habe das ganze Deck, also ich habe meine ganze Marine-Rolle komplett auf Schiffe ausgelegt. Ich habe natürlich eine Karte Kongo drinne, zwei Karten Lafayette. Ach so, du kannst ja alle Plätze frei belegen, ja. Alle Schiffe von allen Nationen, ne? Genau. Du hast sämtliche Schiffe der NATO-Forces zur Verfügung. Ja, was meinst du? Du hast ja jetzt schon ein Spiel gemacht. Wie ist das? Ist jede Map eigentlich für Schiffe zugänglich oder wie sieht das aus? Nein, es gibt auch eine Map ohne Schiffe. Ja. Es gibt eine Map mit einem ziemlich großen See und mehreren Schiffs-Spawn-Sektoren, die man am Anfang nicht erreichen kann. Und es gibt eine Map, die ich sehr unbalanced finde momentan, wo der Schiffs- und der Air-Corridor bereits der Spawn-Sektor sind. Und oft läuft es einfach darauf hinaus, welche Flotte gewinnt den Kampf und kann die gegnerischen Spawn-Sektor einnehmen, hat damit die komplette Luftüberlegenheit und damit auch das Spiel gewonnen. Also was würdest du jetzt raten? Der Schiffskampf an sich hat sich bis jetzt wahrscheinlich aufgrund des Balancing etwas komisch gestaltet. Ich habe in den kleineren Schiffen keinen großen Sinn gesehen mit ihren Point-Defense-Waffen. Ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkam, aber irgendwie wurde der Kampf ausschließlich von den großen Schiffen entschieden. Deswegen bin ich jetzt in meinem Deckaufbau auch darauf umgestiegen, mir ausschließlich die großen Schiffe reinzusetzen mit ihren Point-Defense-Raketen, die effektiver zu sein als Maschinengewehre und Vulcans gegen Raketen einzusetzen. Wie sieht das aus mit den Supply Ships? Brauchst du da viele von oder wie? Ich hab die eine Karte mit den vier Stück drinne. Die sind halt eben die beste Möglichkeit, auf See Supply zu bringen und man benötigt sie auch wirklich. Denn oft stehen sich die Flotten lange gegenüber und beschießen sich, bis eine Seite keine Raketen mehr hat und dann gezwungen ist, in die Close Combat zu gehen. Kannst du diese Teile auch, sag ich mal, an die Küste fahren und dass dann damit umliegende Küsteneinheiten versorgt werden? Ja, das funktioniert auch. Ich kann auch von der Küste aus mit LKWs meine Schiffe versuchen. Das muss hier auch noch ein kleiner Fehler sein. Ne? Du kriegst ja auf Trained 4 Stück und auf Rookie 2. Das macht ja auch wenig Sinn eigentlich. Gut. Und mit Flugzeugen Schiffe bekämpfen, ist das effektiv? Ich empfand es als effektiv. Ich habe zwei Karten dieser FA-18i Super Hornets drin. Ja. Ich weiß nicht, ob sie so effektiv sind wie die russischen Varianten. Dort hatte ich zwei Karten der MiG drin. Und wie gesagt, die bieten halt den ganz großen Vorteil, man kann sie reinfliegen lassen. Beim Circle ist man immer noch außerhalb der Reichweite der gegnerischen Flotte. Ist quasi safe, kann schießen, fliegt wieder zurück und verbraucht dabei auch keinen Supply. Also das ist immer wieder eine Möglichkeit, neue Raketen auf die gegnerische Flotte zu schmeißen, ohne den eigenen Supply damit runterzubringen oder die eigenen Schiffe in Reichweite zu begeben. Wenn ich das jetzt hier mal vergleiche, die FA-18E Super Hornet und die F-111G, das macht ja auch keinen Sinn, die F-111G zu nehmen. Ne? Die Super Hornet, ich meine, gut, der einzige Vorteil ist, dass die auf Harden kommen, aber ansonsten hat die Super Hornet den gleichen Preis, die gleichen Raketen, besseres ECM, hat eine Maschinenkanone plus Infrarot-Missiles, also... Ja, und das ich finde auch, man sollte da sehr viel auf ECM setzen, weil was kann zurückschießen? Es können nur wenige Flugzeuge zurückschießen, die schnell genug reingerufen werden. Und es können auch nur wenige Schiffe zurückschießen, denn viele Schiffe haben nicht die Reichweite, um überhaupt ranzukommen. Es sind oft meistens nur ein oder zwei Schiffe der gegnerischen Flotte, die schießen können. Und ein oder zwei Raketen sind schnell ausgewichen. Aber man braucht, sagst du, auf manchen Maps braucht man einfach die Schiffe, ja? Ja, man braucht sie auf jeden Fall.
Was würdest du da noch empfehlen? Was Werden ist eine es gute. auch die. Was ich noch anmerken möchte, ist, die normalen Einheiten, die man hier sich bei der Marine reinsetzen kann, wie zum Beispiel Flugabwehr oder Infanterie, werden in Landungsbooten gespawnt. Die kann ich nicht an Land spawnen. Die kann ich also auch nur benutzen, wenn ich eine Seemap habe mit einem Seesektor. Also weiß ich nicht, ob sie überhaupt Sinn machen. Denn wenn ich einen Seesektor habe, dann muss ich den Seesektor natürlich auch unter allen Umständen kontrollieren. Also warum letzte aufgeben und dafür weniger Schiffe mit haben? Es bringt mir ja nichts, Landeinheiten von See reinrufen zu können, wenn ich dann im Endeffekt da sitze und den Seesektor gar nicht kontrolliere oder meine Landungseinheiten von Marineeinheiten abgeschossen werden. Was würdest du jetzt noch empfehlen? Was soll ich als Ergänzung noch für Schiffe mitnehmen? Du hast ja jetzt ein bisschen mehr Einblick schon dadurch, dass du Spiele gemacht hast. Ja, wie gesagt, da sich für mich die Defensivraketen am effektivsten dargestellt haben, habe ich halt eben die Kombo drin, alle 2 Sekunden eine Defensivrakete ist gut. Dann als nächstes habe ich die Lafayette drin, die Karten davon benutzt. Denn sie hat mit 12 Sekunden die nächstbessere und 80% Accuracy bei der Defensivrakete. Zwei Karten Und hast du als, davon benutzt? genau, habe ich Auf davon zwei Veteran? Karten drin. Oder was? Ja, auf Veteran. Sie sollen halt auch treffen, sie sollen halt auch schnell nachladen und bloß nicht in Panik verfallen. Und als drittes und viertes Schiff habe ich die Oliver Hazard Fregatte drinne. Auch wieder 2 Karten auf Veteran genommen. Was ist mit der Hatsuyuki? Ganz oben, unter der Ja, Freemantle? ich finde einfach, sie hat zwar die Harpoon als Langstreckenangriffswaffe, mir fehlt aber eine Art Defensiv dort. Die hat ja nur die Sea Sparrow als Defensivwaffe, alle 20 Sekunden eine. Und auch mit nur einer 50-50 Chance, etwas zu treffen. Gut, sie hat zwar hohe Reichweite gegen Flugzeuge, das hat die Oliver Hazard aber auch. Die Hast hat du zwar die schon etwas mal weniger. benutzt? Hast du die schon mal benutzt? Nein, ich habe die noch nicht benutzt. Ich benutze Das die ist mal. jetzt rein von den Werten her Ja, nicht so wichtig. ich traue dem Reload-Time 20 Sekunden nicht. Da müssen wesentlich mehr abgeschossen werden als halt eine. So, jetzt wahrscheinlich noch hole ich mir noch mal den Zippo. Ja, komm. Zwei auf Veteran. So. Tornado. Super Ethan da, ne. Siok, okay, da habe ich schon eins. Pohang. Was sagst du zu Pohang? 95 hat allerdings hier wirklich auch 8750 Meter Reichweite. Suche sie gerade noch. Relativ unten. Relativ weit unten. Zwischen Navy SEALs und Rangers. Ja, genau, die Pohan. Die kann nützlich sein, sie hat die Langstreckenrakete, die Harpoon, hat dafür natürlich gar keine richtigen Defensivwaffen. Ja, aber von der Offensivbewaffnung her ist die genauso wie zum Beispiel hier Kongo. Hat zwar ein Ja, aber von der bisschen. Offensivbewaffnung her ist eine Pegasus genauso gut. Kostet 10 Punkte weniger und ich kann sie auch öfter holen. Ich kann sie zweimal auf Rookie oder einmal auf Veteran holen. Wäre nicht. Na gut, das kriege ich bei der Plan auch. Ja, und Aber sie sie hat hat bis zu nur einer Pegasus 20 10 Punkte. Strengths. Also. Ja, so, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn eine Flugzeugmissile beispielsweise trifft, meine MiGs haben jedes Schiff, das sie getroffen haben, auch gewonshottet. Na egal, ich probiere mal die Pohang. So. Ansonsten. Eine Karte habe ich noch frei. Was nehme ich mit? Donghai. Wo ist dieses Howitzer-Boot? Hast du das schon probiert? Nein, auch noch nicht. Ich habe einmal versucht, mit Artillerie ein Schiff abzuschießen. Es hat sich als sowas von ineffektiv bewährt. Und das waren schon guten Caesar-Geschütze, dass ich das Howitzer-Boot das gar nicht angefasst habe. Howitzer-Boot ist Was ein Stück weiter oben. was ist mit diesen Defense-Schiffen, die so ein bisschen die Raketen abfangen und so weiter? Was hast du da? Da hatte ich ja die Chansuri ein bisschen gelobt, Ja? ohne sie auszuprobieren. Und es hat sich herausgestellt, wie gesagt, die Kanonen. Gefühlt schießen sie halt fast nur daneben. Es ist wie bei der Flugabwehr an Land, sie haben tolle Werte, aber irgendwie machen sie dann keinen Schaden an der Rakete. Da waren die Anti-Missile-Missiles eben doch effektiver. Von der Baikou oder was? Zum Beispiel, von denen da drüber. Die hat so eine SM-1 Block 5 Anti-Missiles. Ganz Egal. genau, die kann man halt benutzen. Nehme ich mal mit, so. Jetzt habe ich noch 11 Punkte frei. Was brauchen wir? Haben wir Napalm? Haben wir. Tomcats.
Napalm, glaube ich, macht nicht mehr so viel Sinn wie im Early Game, denn es gibt nicht mehr solche Joke-Spots, wo man unbedingt schnell hin muss und dann dort geclustert ankommt. Clusterbomben, hast du die schon ausprobiert? Wie die Nein. reinhauen? Na gut, ich nehme noch mal eine Raven mit als Anti-Seaplane oder Seaplane halt. Wird sich eigentlich immer bewährt. So, Helikopter. Bei Helikopter sehe ich noch ein bisschen dünn aus. Da probiere ich mal diesen MH60. Der ist relativ schnell. So, jetzt habe ich noch 4 Punkte. Noch einen billigen Jäger für den Anfang mitnehmen. Einen billigen Jäger. Ja, ich hab momentan nur zwei F4s. Weil ich nicht genau weiß, wie viel ich von denen reinrufen kann, dass es vielleicht nicht sogar nur eine wird. Die Amis haben aber nicht Die so ist. billige Jäger. Ja, das ist, glaube ich, ein Problem der NATO, weil Euroforces haben auch, ich glaube, noch keinen guten billigen Jäger. Sie haben zwar diesen F4. Aber eben auch nur den schlechten 1,9, nur 20 ECM, 900 km/h. Warte mal, ich muss mal kurz vergleichen. Hier kriege ich auch, okay. Ich vergleiche mal die F-15 Sea Eagle mit der F-16 Sea. Haben beide die AIM 9, F-16 allerdings nur 2. Haben beide, okay, die Bewaffnung ist die gleiche. Allerdings haben sie hier nur 2. Die hat auch mehr Maschinenkanone, aber das ist meistens nicht entscheidend. ECM ist das gleiche. Die ist ein bisschen wendiger, nach meiner Auffassung her. Ich sag ja, je niedriger der Wert, desto besser. Ich habe es immer noch nicht ausprobiert, genau. 60 Weil Sekunden. bei mir hat alles halt 400. Ich werde die mal mitnehmen und probieren. Okay, so, jetzt habe ich noch 4 Punkte, die ich irgendwo rein investieren könnte. Vielleicht nochmal eine billige Recon-Einheit. Irgendwas Schnelles. Maps sind ja groß, sagst du. Komm, nehme ich mal den hier noch mit. Und dann Tanks, meine ich, bin ich gut aufgestellt. Support. Habe ich nur eine Mörser? Ich könnte noch mal einmal Support mitnehmen. Was sagst du zu Raketenarti? Ich habe es noch nicht probiert, soll aber ziemlich gut sein. Also vielleicht eine S-Raw mit einer. Das ist so ein komischer amerikanischer Kinder, mal mitnehmen zum Testen. Ja, muss mal sehen, ob ich von den Supplies denn hinkomme. Aber wenn du sagst, dass diese Marineschiffe hier auch Supply, LKWs können natürlich dann auch den Supply da raussaugen, ne? Das weiß ich nicht, ob Oder das Helikopter. Transferieren von Supply funktioniert. Das weiß ich wirklich nicht, das habe ich nicht probiert. Das hat man sich oft gewünscht, aber ich weiß nicht, ob sie es schon implementiert haben, dass Helikopter und Schiffe halt auch LKWs auffüllen können. Na gut, dann gehen wir nochmal kurz durch jetzt. Ich glaube, das ist jetzt mein vorläufiges Deck. Also Logistik, Infanterie, Support, Tanks, Recon, Vehicles, Helikopter, Air. Und Marine. Vielleicht noch einen Helikopter mitnehmen für Bodenunterstützung am Anfang, zum Stun, so ein Heavy Hawk. Da habe ich den Little Bird. Mit 40 mm Fragmentations. Na gut, das war es erstmal. Mein erstes Deck. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Video im ersten Spiel.